Irgendwo auf der Straße zwischen Kenia und Uganda. Eine kleine Gruppe von Maasai macht sich auf eine große Reise. Eine von ihnen ist Anna Lengeni. Sie kann es kaum erwarten. Das ist meine erste Reise in ein anderes Land. Ich bin sehr aufgeregt und gespannt, was ich dort lernen werde. Nach 2 Tagen kommt die Gruppe in Ogur an, im Norden von Uganda. Es ist das erste Mal, dass sich kleinbäuerliche Familien aus Kenia und Uganda begegnen. Ich hoffe, dass ich in Uganda mehr über die Landwirtschaft lerne. Und das möchte ich zu Hause dann auch anwenden. Isaac Okino zeigt der Besuchergruppe seine Weißkohlplantage, die er zu einem echten Erfolgsbeispiel gemacht hat. Es geht um Organisation, Vermarktung und Anbaumethoden. Von der Welthungerhilfe haben wir Samen zum Anbau von Gemüse bekommen. Sorten, die wir bisher gar nicht kannten. Damit kann ich meine Felder bewirtschaften. Ich bin sehr stolz, dass ich jetzt mehr Geld verdienen kann. Im nächsten Moment hat Anna auch schon selbst die Schaufel in der Hand. Zu Hause leben die Kenianer mehr von der Viehzucht. Die Landwirtschaft von Isaac findet Anna einfach nur beeindruckend. Das sieht ja doch einfach aus mit dem Kohl und dem Gemüse. Und wenn man so hart arbeitet wie Isaac, dann kann man offensichtlich auch davon leben. Alle aus Annas Gruppe packen mit an. Learning by doing. Süd-Süd-Austausch aus erster Hand. In den Getreidespeichern schützen die Menschen in Ogur ihr Korn vor Hitze und Regen. Diese traditionellen Getreidespeicher haben wir in Kenia nicht. Ich denke, wir könnten dieses System in Kenia auch für unsere Arbeit verwenden. Der Küchengarten ist eine Methode, Gemüse auf engstem Raum anzubauen. Und es gibt noch mehr Vorteile. Der Küchengarten ist einfach und spart Wasser, sodass wenig Ressourcen verbraucht werden. Ich bin davon überzeugt, dass unsere kenianischen Kleinbauernfamilien dieses System kopieren werden, denn wir leben in einer sehr trockenen Region. Voneinander lernen und das mehrere Tage lang. Am nächsten Morgen besucht die kenianische Gruppe das Grundstück von Alfred Ocheng. Alfred hat sich einen Ofen gebaut, der mit deutlich weniger Brennholz auskommt. Weniger Holzverbrauch und weniger Emissionen, der Umwelt zuliebe. Auch für die Frauen, die in erster Linie für das Holzsammeln verantwortlich sind, ist das eine große Arbeitserleichterung. Auch finanzielle Erfahrungen werden ausgetauscht. In Ogur wurde eine Spargruppe gegründet, die ihren Mitgliedern Kleinkredite gewährt. Eine große Hilfe, wenn es um Anschaffungen geht. Alle verstehen sich blendend und freuen sich schon auf den Gegenbesuch in Kenia. Ich glaube, die Art, wie die kenianischen Besucher leben, ist ganz anders als unsere Lebensart. Aber ich weiß es halt nicht. Ich freue mich sehr auf den Besuch in Kenia. Ich kann von dort bestimmt etwas mitbringen, was für uns hier nützlich ist. Ich finde diesen Besuch ganz wunderbar. Ich würde so etwas gerne häufiger machen. Eine Woche später. Jetzt steht der Gegenbesuch auf dem Programm. Isaac, Alfred, Evalin und die anderen machen sich auf den Weg von Uganda nach Kenia. Gleiche Herausforderungen, andere Umstände. Mir ist es wichtig, dass wir als Frauen auch bei dem Projekt beteiligt werden. Wir machen auch auf dem Feld die meiste Arbeit. Da wollen wir natürlich auch bei so einer Reise mit dabei sein. Irgendwann geht es nur noch mit dem Jeep weiter.
und nach knapp 20 Stunden Fahrt ist es geschafft. Warmly welcome in Kenya. Nach einer kurzen Willkommensrunde geht es sofort wieder an die Arbeit. Als erstes steht Bienenzucht auf dem Programm. Was für die Kenianer schon Tradition hat, ist für die Uganda völlig neu. Hier lernt die Gruppe aus Ogur alles über die Produktion von Honig. Bisher wusste ich nichts über Bienenzucht. Nun weiß ich, dass man dafür nur ein sehr kleines Stück Land benötigt. Vielleicht kann ich in Zukunft neben meinem Gemüse auch Honig produzieren. Das wird mir helfen, meine Ziele zu verwirklichen. Die Bewohner von Nentaracha haben ein Wassersystem installiert, das den seltenen und wertvollen Regen in einer Zisterne sammelt. So ist das Dorf sogar über die enormen Trockenperioden hindurch mit Wasser versorgt. Der sogenannte Felsregenfang wird wohl auf diese Weise in Uganda nicht funktionieren. Aber es geht auch nicht darum, dass überall alles gleich sein muss. Es geht auch darum, was die Menschen interessiert und aus welcher Kultur sie kommen. Die Kenianer waren bisher mehr an Ziegen interessiert als an Weißkohl, einfach weil sie so aufgewachsen sind. Aber jetzt haben sie in Uganda gesehen, was man mit Landwirtschaft machen kann. Wir machen Trainings zur Landwirtschaft, aber das ist ein sehr, sehr langsamer Prozess. Als nächstes legen alle zusammen einen Küchengarten für Kräuter und Gemüse an. Anna ist gespannt. Schritt für Schritt erklären die Teilnehmer aus Ogur, was zu tun ist. Alle packen mit an. Der Düngerkorb in der Mitte des Küchengartens wird gemeinsam gebaut, verflochten und schließlich befüllt. Isaac zeigt Anna den letzten Feinschliff. Der Düngerkorb in der Mitte versorgt den gesamten Küchengarten mit Nährstoffen. Durch das Verrotten der Blätter erhalten die Jungpflanzen den optimalen Nährboden. Jetzt kann Anna die ersten Setzlinge einpflanzen. Ich bin sehr glücklich über diesen neuen Garten. Ich muss die Familie alleine ernähren, weil mein Mann verstorben ist. Und alles, was ich nicht auf dem Markt kaufen muss, wird mir helfen. Im nächsten Haushalt wird ein Ofen gebaut. Auch die Bewohner von Nentaracha wollen in Zukunft weniger Brennholz verbrauchen. Technisches Know-how aus Ogur, handwerkliches Geschick aus Kenia. Eine prima Kombination. Hier hat mehr als nur Wissensaustausch stattgefunden. Der Süd-Süd-Austausch der Welthungerhilfe ist eine echte Erfolgsgeschichte. Wenn ich etwas höre, vergesse ich es. Wenn ich etwas sehe, erinnere ich mich daran. Aber wenn ich etwas mache, wird es für immer ein Teil von mir sein.